Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins mit mir. Ich bin der Neflatu und ich freue mich wie immer, dass ihr mit dabei seid. Ja, ich bin schon mal aus der Kirche rausgegangen und habe mal auf die Karte geguckt. Und das Schöne ist, es wird uns hier tatsächlich auch angezeigt, wo unsere Quests sind. Hier haben wir zum Beispiel die Leiche von Sarah, müssen wir ja suchen und ihre letzten Habseligkeiten einsammeln und zu dem Jungen zurückbringen. Das kann man eben vom Anschlagbrett, das steht hier sogar, bekommen. Und da drüben gibt es nochmal das mit den Bären wahrscheinlich. Und da gehen wir jetzt einfach mal hin und dann gucken wir mal, was da auf uns wartet. Die infizierten Bären, ihr wisst schon. Da schauen wir mal. So. Und den Kunari gibt es ja natürlich auch noch. Ich frage mich, Morrigan, glaubt ihr an den Erbauer? Sicher nicht. Mich plagt keine urtümliche Furcht vor dem Mond, sodass ich an etwas glauben müsste, um nachts ruhig schlafen zu können. Okay. Aber das kann doch nicht alles Zufall sein. Geister, Magie, all die wundersamen Erscheinungen um uns herum. Im Lichte, wie in der Finsternis. Ihr wisst, dass diese Dinge existieren. Der Umstand ihrer Existenz erfordert nicht zwingend eine bewusste Schöpfung durch eine abwesende Vaterfigur. Okay. Dann ist also alles willkürlich? Unser Hiersein ein einziger Zufall? Der Versuch, Ordnung ins Chaos zu bringen, ist zum Scheitern verurteilt. Die Natur ist von Natur aus chaotisch. Das glaube ich nicht. Mhm. Ich glaube, wir haben eine Bestimmung. Wir alle. Und eure besteht darin, mich zu belästigen. Oha, die zwei, die mögen sich scheinbar richtig gerne, du. Die sind richtig, richtig gut. So, Stan, wie schaut's aus? Möchtet ihr sonst noch etwas? Ich hab den Schlüssel zu eurem Käfig. Ich hätte nicht erwartet, dass die Priesterin sich davon trennen würde. Siehst du mal, wie überzeugend ich sein kann, ne? Ist das wichtig, ihr könnt frei sein. Sie hat eingewilligt, euch freizulassen und unter meine Aufsicht zu stellen. So soll es sein. Lasst mich frei. Und ich werde euch in den Kampf gegen die dunkle Brut folgen. Wie genau könnt ihr uns helfen? Ich habe mein Leben im Kampf verbracht. Ich kenne den Krieg. Und eure Länder brauchen jede Hilfe, die sie bekommen können. Okay. Also gut, ich lasse euch frei. Es ist also geschehen. Ich werde euch in die Schlacht folgen. Auf diese Weise werde ich Buße tun. Und wenn ich euch nicht zu eurer Buße führe, ja, wenn ihr mir auf die Nerven geht und ich mich entscheide, euch zu erschlagen. Oh Mann. Und wenn ich euch nicht zu eurer Buße führe. Dann finde ich sie selbst. Können wir gehen? Ich möchte diesen Ort verlassen. Ja, ich glaube, wir haben hier aber noch einiges zu tun. Also du wirst da schon noch Teil der Gruppe sein. Nee, wir bleiben erstmal so. Genau. So. Wir haben die Quest erfüllt. Vielleicht auch ein bisschen Erfahrung bekommen. Jetzt gucken wir mal. Das da vorne sind aber... Oh, das sind Wölfe. Das sind aber keine Bären. Aber die sind mit Sicherheit mit der Leiche in Verbindung. So, Leute. Wir haben das und jetzt gucken wir mal, wie stark unsere Gruppe jetzt geworden ist. Jetzt findest du dein Ende. Ich wollte jetzt eigentlich nicht auf sie springen. Oh, die zerfetzen wir ja richtig, diese Übelst. Eieieiei. Ja, Liliana macht sich auf jeden Fall gut. Ein bisschen viel Schaden kriegt sie vielleicht. Boah, das war ja ein Gemetzel. So, und da haben wir auf jeden Fall jetzt den Leichnam von der Sarah. Mal reingucken. Ui. Die Leiche der Mutter gefunden.
Bring das Andenken zurück zur Kirche in Lothering. Du hast den Leichnam von Sarah, der Mutter des Waisenjungen, gefunden. Du hast ihr Andenken an dich genommen und solltest es nun so schnell wie möglich zurück zur Kirche in Lothering bringen. Ja, so schnell wie möglich, aber wir werden erstmal hier gucken. Da müsste das mit den Bären sein. Da sind sie. Das hat ja gerade alles ganz gut funktioniert. Wir speichern trotzdem mal eben schnell hier und klopfen die auch noch weg. Und hauen dem gleich mal. Klappt ja astrein, Leute. Das ist ja wunderbar. Sehr schön. Also, zurück zur Kirche. Wir können wieder ein paar Quests abgeben. Was haben wir hier alles drauf? Lied des Heldenmuts, das kommt wohl. Verbündete erhalten einen Bonus auf Mana und aus ihrer Regeneration. Das ist sehr, sehr gut. Das kommt wohl von der Liliana. Sie zaubert das Teil. Was jetzt? Genau hier, Lied des Heldenmuts. Sehr schön. Dann, sie kann auf jeden Fall auch Gift herstellen. Das ist auch klasse. Todeswurzelextrakt. Wisst ihr was? Da stellen wir jetzt einfach mal 3 Stück her. Haben wir den Erfolg freigeschaltet. So. Und reden hier wieder mit Devon. Lasst ihn euch erkennen und sein Licht auf euch werfen, denn ihr habt heute sein Werk vollbracht. Hurra! Und die Sterne standen still, die Winde beruhigten sich und alle Tiere der Erde und des Himmels hielten den Atem an. Alles verstummte im Gebet und in Dankbarkeit. Perfekt, Quest absolviert. Das Kantos. Rottet die Banditen aus. Vernichtung. Bären. Der hat uns auch gleich noch die Bären abgenommen. Sarahs Habe zurückgebracht. Okay, also wir müssen ihn nur einmal ansprechen und das ist alles erledigt. Sehr schön. Und haben ein bisschen Geld dafür bekommen. Und auch erhaltene Gegenstände. Dann haben wir den Soldatenhelm hier. Der könnte eventuell für Alistair was sein. Ah, der hat nicht genug Stärke. Veridium. Mhm. Aber da ist tatsächlich das, was wir haben, besser. Da haben wir nichts bekommen. Eine Waffe, da haben wir einen Schwurbewahrer. Oh. Mhm. Haupthand ist ein einhändiges Schwert, das Rüstungsdurchdringen hat und auf anhaltende heilende Effekte. Ja komm, warum denn nicht? Kriegt ein neues Schwert, der Alistair. Und wir haben ja eventuell haben wir auch noch ein neues Schild für ihn bekommen. 1, 5, 4, 3. Ne, da ist auf jeden Fall das er hat, ist besser. So. Juli. Was können wir denn hier sonst noch machen? Nichts mehr, na, das war's. Da oben geht's in die offene Welt. Gucken uns mal die Karte an. Wir müssen wohl scheinbar... Wir können hier nicht... Wir müssen einen Weg rausnehmen. Okay, Leute. Schauen wir mal in unser Quest-Tagebuch rein. Und da absolvierte Quest, aktuelle Quests, Codex, Gesprächsverlauf und herunterladbare Inhalte. Da haben wir giftiges Angebot. Man will ein Land Gewinnern herstellen. Das von Bestien an Eindringlingen zu schützen, hatte ich deshalb gewonnen, ein passendes Gift für ihn herzustellen. 3 Fläschchen mit Gift müssten reichen. Das gehen wir jetzt noch schnell ab. Die haben wir ja hergestellt. Der war hier drin. Einer. Mhm, okay, wenn dann
Schurke aus der Verstohlenheit angreift, ist der erste Treffer ein garantierter kritischer Treffer. Okay, war es auch interessant zu wissen. Die gute Liliana. Halt, der stand hier unten, oder? Da ist er. Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Mhm. Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Ich suche noch nach den Zutaten. Okay, Wir haben doch das Gift hergestellt, dachte ich. Oder müssen wir noch dieses Schlangengift herstellen? Giftextrakt. Ach so, nee, Giftfallen, ne? Oder? Giftextrakt. Das reicht nicht hier. Dann schauen wir mal, hat der vielleicht Schlangengift im Angebot? Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Zeig mal, was du hast. Giftextrakt. Worunter könnte denn das sein? Kleine Schwingfalle. Elfenwurzel. Zerbzeptur. Iriumtrank. Schmierfalle. Verbessert Fallen. Oh, Schwachköder. Zauberungen, was es nicht alles gibt. Die Beschreibung ist auch geil. Dieser geringe Zauber weckt die Aufmerksamkeit des Betrachters und lenkt... Oh, wie hübsch! Finde ich schön. Ja, Leute. Ich weiß jetzt nicht so wirklich... Wir haben doch das Gift hergestellt, ne? Zeugflöschchen, Schockbombe, Dürentrank. Schwache Natursalbe, Schlangengift, da haben wir eins. Granat, krieg ich auch lauter so Zeug, du. Handwerk. Ich hab gedacht, wir haben... Todeswurzelextrakt. Ist ja auch ein Gift, davon haben wir drei. Davon haben wir hergestellt, ne? Es ist nicht das, was du brauchst. Seid ihr mit dem Gift schon weitergekommen? Oder möchtet ihr euch meine Waren ansehen? Ich suche immer noch nach den Zutaten. Ich an eurer Stelle würde mich im Wald und im Dorf umsehen und vielleicht auch einen Blick auf meine Bestände werfen. Es müsste in der Gegend genügend Zutaten für ein Gift geben. Und selbst wenn es nur Rattengift ist, nehme ich es. Ja, aber wir haben doch Gift für dich hergestellt. Das finde ich ein bisschen seltsam. Naja, wir gehen. Oh, ein bisschen raus. Oh, das geht ganz schön lange. Was sollen wir machen? Was können wir tun? So. Gibt es da noch einen anderen Ausgang? Händler. Ja, wir sollten vielleicht auch noch ein paar Sachen verscherbeln. Ne? Das wäre vielleicht ganz gut. Hätten wir jetzt auch bei dem da drin wahrscheinlich machen können. Warum sagt ihr immer wieder, dass ich dumm sei? Das stimmt doch gar nicht, oder? Na, wenn ihr das schon jemand fragen müsst. Das verletzt nämlich meine männlichen Gefühle. Oh, guck an. Also, das eine, das ich habe. Dann werde ich mir es tun. Schriftlich bei euch entschuldigen, sobald das alles hier vorüber ist. Ich wurde von der Kirche erzogen und habe Geschichte studiert. Es gibt keine dummen Templer. Dann muss ich mich geirrt haben. Ich bin tief beeindruckt. So, können wir da... wir können nicht auf Stan zugreifen hier. Schade. Aber den würde ich jetzt auch gerne... Seid ihr nicht. Ihr hört mir nicht mal zu. Ihr seid ja doch klüger, als ihr ausseht. Eure Kirche ist sicher sehr stolz auf euch. Leute, ich glaube, wir gehen erstmal in unser Lager und schauen mal, ob wir da eventuell Stan ausrüsten können. Ich glaube nämlich, dass der ein ziemlich derber Nahkämpfer ist. Und da können wir vielleicht noch die ein oder andere Rüstung abgeben, bevor wir da was verkaufen, was wir vielleicht noch brauchen. So, wo ist denn hier der Ausgang? Der ist weiter oben, ne? Ja. Wir haben gehört, was man sich erzählt. Ihr seid ein Wächter.
Ich weiß nicht, ob ihr König Kaelin auf dem Gewissen habt. Und der Bauer möge mir verzeihen, es kümmert mich auch nicht. Aber das Kopfgeld, das auf euch ausgesetzt ist, könnte eine Menge hungriger Mäuler stopfen. Angriff! Ja, dann versucht mal euer Glück. Da gibt's erstmal... Leute, die wurden ja total rasiert. Das ist ja unfassbar, wie wir die wegmetzeln. Meine Güte, da ist noch eine Truhe. Schau an. Liliana! Oh, ein Schild gekriegt. Ah, so wirklich wertvoll ist der Krempel, der da drin ist, aber nicht. Aber wir nehmen alles. So, jetzt gucken wir mal, ob wir in unser Lager gehen können. Ja. Na, braucht ganz schön lange. Lala. Schau an. Böse Träume, was? Ich muss irgendwas Schlechtes gegessen haben. Geht mir nicht auf die Nerven, ist alles in Ordnung. Nee, komm, alles wirkte so real. Ist es ja auch, irgendwie. Wisst ihr, ein grauer Wächter kann die dunkle Brut nämlich hören. Das war euer Traum. Ihr habt sie gehört. Okay. Der Erzdämon spricht mit der Horde. Und das spüren wir auch. Daher wissen wir, dass es sich wirklich um eine Verderbnis handelt. Okay. Der Erzdämon, ist das der Drache? Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Drache ist. Zumindest sieht er so aus. Aber ja. Das ist der Erzdämon. Mhm. Es dauert eine Weile, aber irgendwann könnt ihr sie verdrängen. Einige der älteren Grauen Wächter meinten, sie würden zum Teil sogar verstehen, was der Erzdämon sagt. Ich kann das nicht. Als ich hörte, wie ihr euch herumwälzt, wollte ich euch darüber informieren. Für mich war es anfangs auch furchterregend. Noch eine Überraschung, über die ich Bescheid wissen sollte. Okay, ja, das können wir mal fragen. Außer, dass ihr jung sterben werdet und die Verderbnis alleine besiegen müsst? Nein, sonst gibt's keine Überraschungen. Okay. Wo ihr schon mal wach seid, wollen wir da nicht gleich aufbrechen? Jetzt hängt's. Okay. Neue Quest, Verzauberung. Okay. Sprich mit den Zwergen. Bodan und Sandral, die beiden Zwerge aus der Umgebung von Lothering, haben ihren Wagen am Rande des Lagers abgestellt. Du solltest mit beiden sprechen, um herauszufinden, welche Dienste sie anzubieten haben. Okay, das ist also unser Lager hier jetzt. Nicht schlecht. Dürften ja alle da sein, ne? Sten steht hier, oder ist das Sten? Jo. Da drüben ist das Sir Gundabad. Da haben wir Levi Dryden, mit dem reden wir mal zuerst. Dryden? Hallo! Ihr seid ein schwer zu findender Mann. Wo sind nur meine Manieren?
Mein Name ist Levi. Levi Dryden. Grüße dich. Hat Duncan mich je erwähnt? Levi von den Münzen? Levi, der Händler? Ich bin Neflatu und von euch habe ich noch nie gehört. Wirklich? Er hat euch nie vom alten Levi erzählt? Wir kannten einander seit Jahren. Aber was plappere ich da, wo ihr doch eine Verderbnis aufhalten müsst? Ich will nicht eure Zeit vergeuden. Okay. Duncan hat versprochen, dass wir gemeinsam etwas ergründen würden, das für die Wächter durchaus wichtig ist. Und für mich auch. Der arme Duncan, ach, schweigen wir davon. Es ist eine Tragödie. Aber ich bin sicher, er würde wollen, dass seine Arbeit fortgesetzt wird. Sein Versprechen eingehalten. Welches Versprechen hat Duncan euch gegeben? Meine Familie... Nun, da gibt es einige dunkle Flecken in der Vergangenheit. Der Adel blickt mit Abscheu auf uns herab. Okay. Meine Urgroßmutter Sophia Dryden war die letzte Kommandantin der Wächter von Ferelden. Ah, okay. Damals, als die Wächter als Schmarotzer galten. Also verbannte König Arland die Wächter... Und nahm dem Haus Dryden alle Ländereien und Titel ab. Okay, was ist dann passiert? Schwer zu sagen. Nach König Arlens Tod kam es zum Bürgerkrieg, weitaus schlimmer als der jetzige. Unsere Familie war auf der Flucht, gejagt von unseren Feinden und wir hatten auf der Welt kaum noch Freunde. Aber Drydens sind hart im Nehmen. Wir haben alles neu aufgebaut und sind Händler geworden. Und wir haben niemals unseren Stolz verloren. Mhm. Um welchen Gefallen habt ihr Duncan gebeten? Ich wollte die Wahrheit wissen. Meine Familie verehrt Sophia Dryden. Wir wissen, dass sie auf dem Soldatengipfel, dem alten Stützpunkt der Grauen Wächter, gestorben ist. Mhm. Wir wollen Beweise, um ihren Namen reinzuwaschen. Unsere Ländereien und Titel bringt uns das zwar nicht zurück, aber unsere Ehre schon. Ich habe vom Soldatengipfel noch nie auch nur etwas gehört. Seit den Tagen von Arland war niemand mehr auf dem Soldatengipfel. Zumindest ist nie einer von dort zurückgekommen. Ich habe Jahre damit zugebracht, eine Karte des Tunnellabyrinths anzufertigen, das auf den Gipfel führt. Und vor einigen Jahren habe ich den Weg gefunden. Okay. Also ging ich zu Duncan und sagte ihm, er könne den Stützpunkt nun wieder in Besitz nehmen und meine Familie bekäme ihre Ehre zurück. Warum hat Duncan euch nicht geholfen? Dunkle Brut ist im Süden Fereldens aufgetaucht. Duncan war vollauf damit beschäftigt, neue Wächter zu rekrutieren und Treffen mit König Kaelin abzuhalten. Mhm. Duncan sagte, er würde mir nach der Schlacht von Ostagar behilflich sein. Er meinte, auf dem Gipfel befänden sich wahrscheinlich überaus hilfreiche Dinge. Ah, jetzt wird's interessant. Er hatte keine Gelegenheit mehr dazu. Was benötigt ihr von mir? Ich finde durch die Tunnel am Fuße des Soldatengipfels hindurch. Aber der Ort... Nun, man sagt, es würde dort spuken. Und es ist bestimmt gefährlich. Werdet ihr zumindest darüber nachdenken? Wie soll die wieder in Besitznahme des Gipfels den Wächtern helfen? Der Soldatengipfel hat sowohl strategische wie auch symbolische Bedeutung. Duncan sagte, das allein wäre die Mühe bereits wert. Außerdem hoffte er, Hinweise auf die verlorene Geschichte der Wächter zu finden und vielleicht auch ein paar alte Relikte. Niemand weiß, was jetzt dort oben ist. Okay. Der Glaube eurer Familie soll belohnt werden. Ich werde euch helfen. Ja. Ja, okay. Seid tausendfach gesegnet, Wächter. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Wenn ihr angekommen seid, bahnen wir uns gemeinsam den Weg durch die Tunnel. Aber sicher. So. Jetzt ist er weg. Haben wir einen neuen Codex-Eintrag bekommen? Und dann haben wir hier noch diese beiden. Ah, schön Zwerge. Euch zu sehen, mein Retter in der Not. Bodan Feddig steht euch erneut zu Dienst. Grüße dich. Ich habe euer Lager gesehen und mich an euer freundliches Angebot bei unserer letzten Begegnung erinnert. Und gibt es für einen Händler und seinen Sohn einen sichereren Ort zum Schlafen?
Ich denke nicht. Auf keinen Fall. Ich bin natürlich bereit, euch für die Unannehmlichkeiten unserer Anwesenheit einen Rabatt einzuräumen. Wie klingt das? Sehr gut. Ja. Seid ihr uns gefolgt? Was genau verkauft ihr? Alles Mögliche, aber nur von höchster Qualität. Bei mir findet ihr keinen billigen Tant. Und mein kleiner Sandel hat zufällig ein Händchen für Verzauberung. Das kann ich euch sagen. Das macht uns leider auch zum Ziel für Banditen und ähnliches Gesindel. Wenn es noch jemanden gäbe, den man als Wache anheuern könnte, hätte ich es schon lange getan. Okay. Ihr könnt gern bleiben, benehmt euch einfach. Großartig. Bedank dich bei dem Herrn, Junge. Danke, Sir. Seid versichert, dass wir euch und eure Gefährten nicht belästigen werden. Sprecht einfach mit meinem Jungen, wenn ihr Verzauberungen braucht. Und wendet euch ansonsten an mich. Okay. Der hat auch immer noch eine Markierung auf dem Kopf. Da werden wir doch gleich mal ansprechen. Hallo. Hallo. Der Junge ist ein wenig einfältig, aber er kennt sich wirklich gut mit Verzauberungen aus. Einer der Besänftigten hat ihn einmal einen... Wie war das noch? Einen Naturgelehrten genannt. Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas gibt. Welche Verzauberungen führt er durch? Er kann Lyrium in nahezu jede Waffe oder Rüstung übertragen. Aber natürlich nehmen ausgefallenere Materialien mehr Lyrium auf als andere. Spannend. Einige der Meisterschmiede in Orsama wenden diesen Prozess an. Aber mein Junge hier ist ebenso fähig wie Sie. Das stimmt doch, mein Junge. Verzauberung! Seht ihr? Okay. Ich würde gerne sehen, welche Waren ihr noch im Angebot habt. Oh, selbstverständlich, gerne. Zeig mal her. Lustig, wo war denn jetzt diese Glocke? So, was hat er denn an Waffen? Gnade des Waldgeistes. Was ist das? Wow. Oh, oh, Leute. Ui, ui, ui. Oh, das ist ja mal echt nicht schlecht, du, was der hat. Ui, nicht schlecht. Was haben wir denn da? Wow, Leute, guckt euch das mal an. Die haben wir schon, die Blutplatteres. Und da gibt es dann den ganzen Rest dazu noch bei ihm. Wow, der hat richtig cooles Zeug. Das muss man mal genauer angucken, was er so hat. Hinten ist Morrigan. So, können wir hier jetzt jeden ausrüsten? Können wir auf jeden zugreifen? Alistair, Morrigan, Sergandabad. Jawohl, können wir. Sehr gut. Liliana. Und da haben wir den Sten. So, Sten, was bist du denn für einer? Was kannst du denn? Du hast auf jeden Fall nur ein billiges Kleid an. Was bist du denn für einer? Er ist ein Krieger. Das haben wir uns ja schon gedacht. Und er ist geskillt auf zweiendig. Also er ist ein fetter Hau drauf. Sogar ziemlich weit geskillt schon. Das muss ich mir mal genauer angucken, was er da kann. Aber da wissen wir jetzt schon mal, was wir ihm eventuell an Waffen geben können. So. Da kriegst jetzt du erst einmal das dicke Großschwert. Jawoll. Durch nicht. Langschwert des Wächters. Ne, jetzt haben wir mal kassiert, ist das Ding besser. 9, 13, 2, nein. So, Rüstung. Da kriegt er auf jeden Fall die Kirchenrobe. Sehr, sehr schön. Ich hab gesagt, wir können in den Kleider stecken. Kriegt er den Soldatenhelm, würde ich sagen. Zack. Dann kriegt er die schweren Kettenschirme. Die kriegt er. Dann die schwere Kettenrüstung kriegt er noch an. So, jetzt sieht es schon mal gleich ganz anders aus. Elektrizitätsresistenz. Was ist denn das eigentlich? Kristall? So, ja. Können wir ihm gar nicht mehr geben. Na, die ist auf jeden Fall nicht so gut. Und der Helm ist auch schlechter. So, was haben wir denn da noch? Sind wir mit Ringen? Stillen Gewässer, Willenskraft, Konstitution. Lass uns mal hier die Willenskraft drauf knallen. Ist vielleicht besser.
Dann hat der Alistair, was hat der denn? Kälteresistent 1 Rüstung, das ist auf jeden Fall sehr gut. Sie hat 1 Willenskraft, Morrigan, das passt. Sir Gundabad kann nicht. Und sie hat 1 zu Klugheit, das ist auf jeden Fall auch gut für einen Schurken. Du kriegst dann Feuerresistenz, würde ich sagen. So. Wunderbar. Ja, dann haben wir ihn auch ein bisschen ausgerüstet. Den Stander schaut jetzt auch mal gleich besser aus. Sieht man die Rüstungen hier? Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Können wir hier noch irgendwas machen? Ja, jetzt könnte man natürlich mit allen dann noch ein bisschen quatschen, ne? Wunderbar. Ja, Leute, dann sind wir jetzt aber auch schon wieder am Ende dieser... Boah, das, guckt euch mal diese Rolle Käse an. Das ist ja nicht schlecht. Wahnsinn. Man könnte es für einen Sitzsack halten. Naja. Wir sind am Ende dieser Folge. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Sehr interessant. Jetzt wird das Abenteuer, glaube ich, richtig Fahrt aufnehmen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann gebt ihr doch einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch kein Abo meines Kanals habt, würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und wie gesagt, ich würde mich auch riesig freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und ich sag mal bis dann, euer Neflatur.